Sprengfallen werden im Einsatz von Terroristen ausgelegt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, aber auch, um ganz bewusst Schaden anzurichten. Und Schaden anrichten heißt in diesem Fall, Menschen zu töten. Auch die Bundeswehr hatte immer wieder mit Sprengfallen und Minen zu tun und Soldaten sind dadurch zu Tode gekommen, gefallen. Im Einsatz sind aber auch immer die Männer und Frauen vom EOD dabei. Sie entschärfen Sprengfallen, damit die dann eben keine Gefahr mehr darstellen. Und eine von ihnen war Hauptfeldwebel Martin. Zu Hause ist er Zugführer eines EOD-Zuges und in Münzmünster auf dem Truppenübungsplatz haben wir ihn besucht. Aber im Einsatz in Mali hat er eine Sprengfalle entschärft und darüber reden wir heute mit ihm. Ich bin Hauptmann Janet Watson von der Redaktion der Bundeswehr. Herzlich willkommen beim Funkkreis. Delta to all, Radio Check, over. Hier ist Bravo, kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Du warst vor ein paar Jahren im Einsatz. Ist es überhaupt schon ein paar Jahre her? Ja, ich bin letztes Jahr im April zurückgekommen. Mensch, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Und hast da eine sogenannte Handentschärfung vorgenommen in deinem Einsatz? Grundsätzlich nennen wir es nicht Handentschärfung, so ist es halt bekannt an sich. Wir nennen es das Beseitigen von entweder Uxus, das heißt zurückgebliebene Munition, Blindgänger oder ähnliches, oder in dem Fall Sprengfallen. Grob haben wir dort unsere Verfahren, die wir irgendwann mal gelernt haben, die wir immer lageangepasst einsetzen. Hier gehen wir halt so vor, dass wir möglichst immer die größtmögliche Schutzwirkung für uns und eigene Kräfte haben, ohne uns selbst zu gefährden. Aber was muss denn passieren, damit so eine Beseitigung angeordnet wird? Also vom Prinzip her weist euch die Leitstelle an, aber warum genau? In unserem Fall hat es unseren eigenen Kräften hätte es schaden können. Also es hat uns direkt betroffen, deutsche Kräfte. Und deswegen mussten wir dort handeln in dem Fall. Ja. In einem Einsatzszenario ist es halt durch gewisse Regularien festgesetzt. Im Einsatz werden wir hier halt einer gewissen Truppe unterstellt und unterstützen die dann und fahren mit denen mit. Und wenn die uns was melden, was die stört, in dem Fall Sprengfallen oder blindgegangene Munition, dann müssen wir auch handeln. Ja. Also das ist halt vom Szenario abhängig. Kehren wir mal zum Einsatzszenario zurück, beziehungsweise zu dem Tag selber. Als tatsächlich die ID aufgeklärt worden ist, wie hast du davon erfahren? Wir waren in unserem Verfügungsraum und dann haben Kräfte, die in unserem Aufgabenbereich dort Patrouille gefahren sind, dieses ID aufgeklärt oder haben ein ID vermutet, eine Sprengfalle. Dann wurden wir informiert, sind dort hinverlegt mit Unterstützungskräften bzw. Sicherungskräften und haben dann weiter die Lage aufgeklärt und dann festgestellt, tatsächlich, da liegt eine Sprengfalle, die unsere eigenen Kräfte gefährdet. Hier müssen wir handeln. Ganz kurz noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Verfügungsraum heißt nicht direkt mit bei der Patrouille dabei, sondern in einem sichereren Gebiet weiter hinten. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was ist dann passiert? Wie bist du vorgegangen? Ich habe Aufklärungsmittel genutzt, zum Beispiel ganz normal das Fernrohr oder auch unsere fernlenkbaren Waffen, die wir auf unseren Fahrzeugen haben, einfach um ein vernünftiges Bild nochmal zu bekommen von der Lage. Ich habe mich einweisen lassen von denen, die es gesehen haben. Die hatten auch einsatzbedingt Kameras auf ihren Fahrzeugen und konnten mir dann zeigen, wo genau das liegt. Da habe ich mich halt dazu entschieden, dort hinzugehen und mir das anzuschauen, das Ganze. Jetzt hast du dich aber dazu entschieden, nicht den Anzug anzuziehen, also diesen typischen EOD-Anzug, der dich vor Explosionen geschützt hatte. Wir haben in Mali Temperaturen in der Sonne von bis zu 45 Grad. Ich hatte hier relativ weite Strecken zurückzulegen und der Boden war sehr weich. Das heißt, wenn ich vorne an der Sprengfalle angekommen wäre, ich bin körperlich leistungsfähig, aber irgendwann sind dem auch Grenzen gesetzt. Entscheidet man sich selber am Ende, wie man jetzt weiter vorgeht, um die ID dann zu entschärfen? Oder? Ja, unter Berücksichtigung natürlich unserer Grundsätze. Im Schwerpunkt, dass wir uns nicht unnötig gefährden oder nicht zusätzlich gefährden. Ja, auf jeden Fall schon klar, unter Berücksichtigung der Grundsätze. Aber jetzt eignet sich ja nicht jedes Verfahren für jede Sprengfalle etc. Irgendwie muss man sich doch entscheiden, wie man mit der Sprengfalle jetzt umgehen will. Also ich bin 2017 mit meiner Ausbildung fertig geworden, habe etliche Übungsplätze besucht, habe etliche Einsatzvorbereitungen gemacht. Das war mein dritter Einsatz in dem Fall. Und ich habe dort viele Bilder schon auf den Übungen gesehen. Das kann man vergleichen. Ja, am Ende ist jeder Fall einzeln zu betrachten. Ich rede dann auch mit meinem Trupppartner, weil der hat auch seine Erfahrung. Und wenn man sich dann einig ist, also es ist wirklich ein Zusammenarbeiten, das muss stattfinden, dann will ich dann, was ich tue. Dir muss ja
unfassbar viel durch den Kopf gegangen sein, als du so dann nach vorne gegangen bist. Also wenn ich mir das selber für mich so vorstelle, ja, okay, du hast deine Kamerabilder gehabt, aber ey, meine Gedanken im Kopf würden echt rasen. Es ist schwierig zu beschreiben. Man will dann halt auch seinen Job machen. Man will das. Also ich zumindest, ich spreche jetzt von mir, ich wollte irgendwann auch mal meinen Sprengfall beseitigen. Dementsprechend, ich hatte eine leichte Nervosität, eine gesunde Nervosität. Also ich habe auch nicht gezittert oder ähnliches, aber der Adrenalinspiegel steigt. Grundsätzlich ist man innerlich ruhig, man konzentriert sich und geht seine Abläufe durch. So ein bisschen wie Schalter im Kopf umlegen und man ist so im fachlichen Tunnel drin? Im Grunde genommen, ja. Ich weiß, dass die äußere Sicherung in dem Fall steht. Ich weiß, dass ein beweglicher Arzttrupp zur Verfügung steht, der mich zur Not versorgt. Ich weiß, dass die Rettungskette steht. Und dann tatsächlich ist nur noch das, was zählt. Das ist das da vorne und meine Jungs, also mein Trupp. Und wenn irgendwas dazwischen funkt, dann kriege ich das über Funk mit. Jetzt werden Sprengfallen ja meistens einfach nochmal überwacht. Wir nennen das, dass dann ein Spotter irgendwo sitzt und beobachtet. Ich habe 2019 mal neben einer möglichen Sprengfalle mich befunden und habe für mich festgestellt, es ist ein richtig, richtig ekelhaftes Gefühl, zu wissen, da sitzt noch irgendwo irgendjemand rum und beobachtet gerade alles, was wir hier machen und wie wir mit der Situation hier umgehen. Wie ging es dir dabei? War das ein komisches Gefühl irgendwie? Also, das kannst du sicherlich nachvollziehen, oder? Ich habe hier Kräfte dabei gehabt, die halt das Ganze gesichert haben. Ich stand quasi in einem Ring. Ich habe mich sicher gefühlt wie ein Vogel im Ei, sozusagen. Und das Gelände dort war tatsächlich so, dass ich sehr gut versteckt war. Also, ich hatte links und rechts hohes Gras. Wie ich vorgegangen bin, wie ich gearbeitet habe, konnte man wirklich nicht von außen aufklären. Es ist immer möglich, dass irgendwo noch ein Spotter sitzt, den wir gar nicht erkennen, mit Kamera oder ähnliches, weil die Verbringer wollen eventuell Beweisvideos oder ähnliches. Oder wenn wir eine Auslösung über Schalter oder ähnliches haben, dass irgendwo einer sitzt. Aber in dem Szenario konnten wir da nichts aufklären. Hat auch mit dem Lagebild, was ich mir vor Ort verschafft habe, was mir gemeldet worden ist, was ich gesehen habe, hat's auch nicht wirklich Sinn gemacht, da jemand irgendwo in die Ecke zu setzen, der einen Knopf drückt. Trotzdem stelle ich mir das jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, komisch vor. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt nicht irgendwie Angst gehabt? Nein, tatsächlich nicht. Also, nicht bewusst. Überwiegt da halt echt dieses, du hast ja vorhin gesagt, du hast irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen Adrenalin, freudige Erregung, weil du gesagt hast, von wegen, ey, dafür bist du da ausgebildet worden, das willst du immer mal machen. Ja, also man ist da in, wir haben es ja schon gesagt, grob in seinem Film drinne, voll in dieser Materie dann drinne. Und dann ist, dann saß ich halt dort. Und das war dann mehr Neugier. Was hat er da gemacht? Wie haben die das verbracht? Wie haben die sich dabei angestellt? Und dann dachte ich mir, ja, okay, kommt mir fast bekannt vor, die machen das tatsächlich so. Auch dieses Bild habe ich schon mal grob gesehen, ähnlich. Und dann, ja, also wirklich Angst kann ich nicht behaupten, dass ich das verspürt habe, nein. Aber das muss doch hinterher irgendwie auch zu dir durchgesagt sein. So das Wissen, was du jetzt hier die ganze Zeit gemacht hast, wie gefährlich das vor allem vielleicht auch einfach war. Im Nachhinein, auf dem Fahrzeug dann, über den Bordfunk, dann zu den Jungs gesagt, jo, das war unser erstes ID. Yay. Wir haben uns auch nicht gefeiert oder so dafür, aber irgendwo war schon eine gewisse Freude da. Und dann, ja, das ist gerade wirklich passiert. Cool. Weiter geht's. Na, kurz und schmerzlos. Die Operation war noch nicht zu Ende. Wir waren dann noch, ich glaube, 10 Tage unterwegs. Und das war, ich glaube, am 3. Tag. War ein krasser Einstieg. Und tatsächlich für mich halt auch endlich mal am 3. Einsatz sind tatsächlich scharf zu arbeiten und selber für mich festzustellen, ich verfall nicht in Schockstarre oder ähnliches. Oder mach mir in die Hosen, sage ich jetzt mal so. War für mich eine Feuerprobe in dem Fall. Ja, weil man, egal wie oft man ausgebildet wird, egal wie oft man das macht, man weiß tatsächlich, wenn es dann wirklich scharf vor einem liegt, weiß man nicht, wie man reagiert. Kann ich echt, weiß ich nicht. Hast du dir da vorher mal Gedanken drum gemacht, wie du wohl reagieren würdest? Oder ist das so ein Ding, was einem im Kopf irgendwie rumgeht, so nach dem Motto, oh, schaffe ich es dem irgendwie standzuhalten oder so, schaffe ich es dem irgendwie nicht standzuhalten? Ich habe drüber nachgedacht, ich habe es nicht in Frage gestellt. Also ich bin davon ausgegangen, ja, oh, ich schaffe das, aber hätte auch passieren können, dass ich nicht schaffe. Auch wenn ich mich mit Familie unterhalten habe,
Freunde oder man trifft halt irgendjemanden, was machst du beruflich, bla bla bla. Dann kommt immer gleich, das klingt ja voll gefährlich, ja. Grundsätzlich ist Soldatsein gefährlich, weil auch ein Einsatzkamerateam oder Presse in dem Fall, sind die genauso gefährdet, wenn die draußen unterwegs sind wie wir. Ja, wobei mich meine Arbeit oder die von einem Einsatzkamerateam, also diejenigen, die zur Einsatzdokumentation abgestellt werden, die zwingt uns ja nicht, eine ID zu entschärfen. Das ist ja schon noch was anderes. Grundsätzlich hätte ich auch, wenn ich es mir nicht zugetraut hätte, dort vorzugehen bzw. zu arbeiten, hätte ich auch einfach versuchen, irgendeine Möglichkeit einfallen zu lassen, dass ich da Sprengstoff vorne bringe, das Ding einfach wegsprenge, aber am Ende keine Beweise habe, um mögliche Täter, Verbringer noch zu erwischen. Ne? Weil wir führen ja auch Beweismittelbesicherungen dann durch, sobald wir Sicherheit hergestellt haben. Und möglicherweise hat es ja dazu geführt, dass irgendwo einer geschnappt worden ist, der das Ding gebaut hat. Was uns wieder ein bisschen sicherer macht. Da muss man halt, der böse Bube muss dann wieder einen neuen finden, um uns dann am Ende wieder zu schaden. Du hast dich jetzt aber bewusst dazu entschieden, das ID selbst, also händisch zu entschärfen. Du hättest ja auch ein paar Hilfsmittel haben können, wie zum Beispiel den EOD-Roboter, also Theodor. Du hättest aber auch die Möglichkeit gehabt, das ID kontrolliert zu sprengen. Du hast dich aber genau gegen diese Varianten entschieden. Den Roboter dort einzusetzen, hielt ich auch für uns zweckmäßig aufgrund wieder des Geländes, lockerer Sand. Ja, den hätte ich am Ende irgendwo festgefahren. Und auch genau mit dem hätte ich auch nur mit der Kamera gucken können, weil ich habe keine Schippe oder ähnliches für meinen Roboter, um ein ID auszubuddeln. Ich kann da ein bisschen kratzen. Mehr kann ich nicht tun. Und Kamerabilder hast du ja schon gehabt, ne? Ein Kamerabilder hatte ich schon. Und einfach nur Sprengstoff auflegen, das ist die schnelle Variante. Das machen wir bei der Landes- und Bündnisverteidigung. So wie wir es jetzt gerade lernen hier auf unserem Übungsplatz. Aber das ist im Einsatz dann auch unzweckmäßig. Weil die Beweise vor allem ja dann, glaube ich, auch einfach vernichtet sind. Ne? Jetzt frage ich mich aber auch, ob du an einem Punkt vielleicht auch einfach Schiss gehabt hast, dass das ID umsetzen könnte, also explodiert. Nein, ich glaube auch, wenn dieser Gedanke kommt, sollte man es auch bleiben lassen. Ich weiß, dass irgendwas mal passieren kann. Dann bin ich entweder danach ein Krüppel oder halt, wenn ich nah genug dran bin, bin ich halt tot. Jetzt wart ihr ja als EOD-Trupp vor Ort, das heißt, du hast auf jeden Fall auch noch einen Trupppartner gehabt, aber trotzdem bist du nach vorne gegangen. Das hast vermutlich auch du entschieden, oder? Grundsätzlich, weil ich der Truppführer war, das heißt, der erste Mann, so ist es bei uns aufgestellt. Hätte ich mich jetzt nicht wohlgefühlt oder ähnliches, hätte ich auch meinen Stellvertreter schicken können. Mir ging super, alles war gut. Ich bin nicht in Stockstarre oder ähnliches verfallen, konnte meinen Auftrag wahrnehmen. Und dementsprechend bin ich davor gegangen, weil es halt in dem Fall mein Job ist als Truppführer auch. Meinen zweiten Mann habe ich als Unterstützung hinten, mit denen stehe ich immer in Verbindung. Dem erzähle ich, was mache ich. Und wenn ich dann vielleicht mal einen Aussetzer habe oder ähnliches, jeder macht Fehler unter Druck, unter Stress, kann der mich nochmal zurückpfeifen in dem Moment. Dass du selber vorgegangen bist, war das vielleicht auch so eine Art in lieber passiert mir was als meinen Jungs? Auch, ja. Also grundsätzlich waren wir alle im Gefahrenbereich. Und auch mein Trupppartner war zwischenzeitlich recht nah am ID. In dem Fall war mein Trupppartner auch eine Frau daheim, wo ein Kind anstand. Und da gehe ich auf jeden Fall als Truppführer definitiv vor. Ist das für dich auch wichtig, weil das schon so eher auch in die Richtung einfach reinspielt, führen durch Vorbild? Führen durch Vorbild, grundsätzlich ja. Aber wie gesagt, ich bin als Truppführer auch bei uns in unserem, so wie wir aufgestellt sind, bin ich der, der vorgeht, Punkt. Ja? Und wie gesagt, wenn es mir schlecht geht oder ähnliches, ich mir das jetzt in dem Moment nicht zutraue, kann ich den zweiten Mann dann übernehmen lassen. Aber das würde ich nie tun, nur aus, ja, jetzt machst du es, weil ich, ja, mach's halt einfach, Punkt. Ja? Auch wenn es mir gut geht. Da hatte ich auch tatsächlich mit meinem Trupppartner eine gewisse Meinungsverschiedenheit. Ja, wir üben halt auch immer abwechselnd im Training, aber im Einsatz habe ich festgelegt, solange es mir gut geht, solange ich fit bin, bin ich immer der, der vorgeht. Also selbst hätten wir nächsten Tag noch einen ID gehabt, wäre ich auch wieder der gewesen, der vorgeht. Weil ja, ich persönlich wollte es für mich nicht beantworten müssen, dass der Mann dort vorgeht, dann was passiert und nicht nach Hause kommt, obwohl ich fit bin. Ne? Habe ich nicht gesehen. Es ist ja zum Glück aber auch nichts passiert und ihr seid vor allem alle am Ende der Operation dann wieder heil im Lager angekommen.
Ist dir zu irgendeinem Moment, vor allem vielleicht wirklich im Lager, als es ein bisschen ruhiger war, mal durch den Kopf gegangen, dass du ein Held sein könntest, weil du aus Prinzip dahin gegangen bist, wo sonst keiner hingeht? Also grundsätzlich muss ich sagen, die EODs, die sind schon geile Typen. Das muss ich sagen, ansonsten wären sie alle sauer auf mich wahrscheinlich. Eigentlich denkst du es auch, ne? Wir machen unseren Job. Ja, pst. Wir machen unseren Job, wir haben es gelernt, wir haben uns das ausgesucht, bewusst und dementsprechend, Punkt. Also als Helden, nein. Du kannst dich darüber bestimmt noch dran erinnern, was du gemacht hast an dem Tag, wo ihr wieder im Lager angekommen seid. Ich habe meine Mama angerufen, weil mein Kompaniechef hat mich angerufen und gemeint, ich soll dann mal bitte zu Hause anrufen, weil ich seit 14 Tagen nicht angerufen habe oder so. Ei. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich meiner Mom noch davor irgendwann gesagt habe, Achtung, ich bin jetzt erstmal eine Weile nicht erreichbar. Mein Chef hat mir dann gesagt, hier, ruf mal an. Das war sehr amüsant. Und die habe ich dann an dem Abend noch angerufen. War ja zum Glück aber alles in Ordnung und Mama dann auf jeden Fall beruhigt, hoffe ich zumindest. Danke, dass du deine Erfahrung über die Entschärfung mit uns geteilt hast und danke für das Gespräch. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endet damit heute die heutige Funkkreis-Folge. Hören Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein. Für dieses Mal melde ich mich auf jeden Fall ab. Aus dem Funkkreis.